Hey Leute, herzlich willkommen und guten Morgen, kann man natürlich sagen, zu diesem neuen Video. Ich habe ja jetzt Ferien, deswegen kann ich jetzt auch Videos aufnehmen für euch. Also nicht wundern, dass das Video jetzt schon kommt, Ferien habe ich. Ja, Freunde, der 1. FC Nürnberg entlässt Trainer Markus Weinzierl. Die Meldung kam so ungefähr um 10 Uhr rein, so ungefähr vor einer knappen Stunde. Hätte ich jetzt persönlich nicht gedacht, dass es so schnell passiert, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Ich hätte gedacht, wenn wir das Spiel gegen Sandhausen verlieren, dann passiert's. Also ich hätte gedacht, dass er das Spiel gegen Sandhausen noch bekommt und wenn das nicht gewonnen wird, dann wird er entlassen. Jetzt wird er jetzt schon entlassen. Ich bin ein bisschen sprachlos gerade, ob es die richtige Entscheidung ist oder nicht. Aber ich sage, es ist die richtige Entscheidung, sage ich euch ganz ehrlich. Ich sage, meiner Meinung nach ist es die richtige Entscheidung, dass man ihn entlassen hat. Um 13 Uhr findet eine Pressekonferenz statt, wo berichtet wird, wie es weitergeht beim 1. FC Nürnberg, wie man weitermacht, ob man eine Interimslösung macht, entweder mit Marek Mintal oder mit Michael Wiesinger oder ob man einen neuen Trainer holt. Ja? Könnt ihr mal reinschreiben, also das billigere natürlich wäre eine Interimslösung, weil da müssen wir gar nichts zahlen, ja, das ist klar. Für einen neuen Trainer müssen wir halt wieder Geld bezahlen und wir haben noch nicht mal, ich glaube, das wissen viele nicht, noch nicht mal für Robert Klaus die Ding bezahlt. Also er steht immer noch bei uns unter Vertrag, wenn ihr wisst. Also geldtechnisch, ja, müssen wir da noch was bezahlen an Robert Klaus selber. Das sollten wir vielleicht auch mal lieber abbezahlen. Und ja, also ich würd mal gern eure Meinung wissen, welchen Trainer könntet ihr euch vorstellen, wo wirklich den 1. FC Nürnberg, und das meine ich jetzt wirklich ernst, wo wirklich den 1. FC Nürnberg, sorry Leute, aus dieser extrem schwierigen Situation befreien kann. Das würde mich mal interessieren. Wahrscheinlich schreibt jetzt jeder, gar keiner, weil diese Mannschaft untrainierbar ist und keiner uns retten kann. Ja, aber vielleicht gibt es ja doch jemanden, wo das kann. Ihr könnt ja mal unten reinschreiben, wer das sein könnte. Aber ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Guckt alle um 13 Uhr im Livestream vorbei auf Club TV, Freunde. Da, werden wir dann alle erfahren, wie es weitergeht mit Trainer oder ob ein neuer Trainer kommt oder Interimslösung. Auf jeden Fall erstmal Markus Weinzierl, ja, entlässt oder wird beim Club entlassen. Und bevor ich es vergesse, der Co-Trainer wird auch noch entlassen. Der Co-Trainer von Markus Weinzierl ebenso entlassen. Also, ich bin auch mal gespannt, ob Dieter Hecking vielleicht auch noch entlassen wird. Könnte ich mir sehr gut vorstellen, sage ich euch ganz ehrlich. Aber mal schauen, man kann ja nicht alle entlassen gleichzeitig. Ja, deswegen mal schauen. Also, schreibt mir eure Meinung unten rein, wie ihr seht. Hättet ihr mit Markus Weinzierl noch weitergemacht? Hättet ihr gesagt, ja, man hätte ihm noch ein paar Chancen geben müssen? Oder hättet ihr gesagt, das ist vollkommen richtig, dass man ihn entlässt und jetzt mal eine neue Lösung oder jetzt mal entweder einen neuen Trainer oder Interimslösung? Beides unten reinschreiben. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Haut rein und ciao.